Hi, herzlich willkommen bei den Happy Ones. Ich bin der Stefan und wenn du immer schon wissen wolltest, was eigentlich dieses neurolinguistische Programmieren ist, naja, dann ist das Video hier genau das, was du schon immer gesucht hast. Bis gleich. Ja, dieses NLP, ja, was ist denn das? Ich glaube, jeder, der sich mit diesem Thema, mit diesem neurolinguistischen Programmieren so ein bisschen auseinandersetzt, kriegt genau diese Frage immer mal wieder gestellt. Was ist das denn? Und ich glaube, dass die Antwortmöglichkeiten so vielschichtig sind. Es gibt bestimmt Menschen, die sagen, oh, NLP, ich war da letztens auf so einem Seminar. Also als ich dann wieder nach Hause fuhr, ich war ein ganz anderer Mensch. Also unfassbar, das war so super. Also das hat mich von links auf rechts gekrempelt. Beste Erfindung direkt nach dem Rad. Und jetzt bestimmt auch die Menschen, die auf die gleiche Frage völlig anders antworten, nämlich mit, boah, große Spaß in der Welt. Totaler Mumpitz, Bullshit, Blödsinn, Schmarren, Tinnef, je nachdem von wo du kommst, gibt es mit Sicherheit auch ein Wort dafür. Und ich sage, ich glaube, die Wahrheit, ja, die liegt so ein bisschen in der Mitte. Ich glaube nicht, dass es die geilste Erfindung, denn es ist erstmal gar keine Erfindung nach dem Rad ist. Und ich glaube auch nicht, dass es der größte Mumpitz der Welt ist. Das, glaube ich, erklärt sich von selbst, weil ich hätte sonst nicht so viel Geld in diese Ausbildung, die ich genossen habe, gesteckt. Und es waren ein paar Taler. Und wenn man mich dann fragt, aus welchem Grund hast du denn so viel Geld in diese Ausbildung gesteckt, dann gebe ich eine Antwort. Und ich weiß, dass diese Antwort eine ist, die einer meiner NLP-Trainer gar nicht so gut findet, denn ich vergleiche NLP immer mit einem Werkzeugkoffer. Bevor ich dir aber von diesen Werkzeugen erzähle, mache ich noch einen kleinen Gedankensprung. NLP, jetzt wirst du gleich denken, was erzählt der denn da? Ich sage, NLP ist total wertlos. NLP ist total wertlos. Und jetzt sage ich dir auch warum. Stell dir mal vor, ich setze dir ein schönes neues MacBook oder einen Laptop oder was auch immer, da ging ja die Philosophien auch ein bisschen auseinander, auf den Schoß und sage, hier, das ist jetzt deins. Dann hat dieses Ding, das ist ja so ein Haufen Plastik und Metall und Lötstellen und Display und, das hat für dich einen gewissen Wert. Weil du weißt, was du damit anzufangen hast. Du kannst damit, weiß ich nicht, YouTube-Videos gucken, du kannst PowerPoint-Folien von links nach rechts schreiben, so ein paar Excel-Tabellen runterkloppen oder was auch immer du mit einem Computer machst. Stell dir mal vor, ich würde genau diesen Computer, der für dich einen Wert hat, weil du weißt, was du damit anfangen kannst, diesen Computer würde ich einem Höhlenmenschen, ja, so aus der Steinzeit hinstellen und sagen, hier, Höhlenmensch, schenke ich dir. Mal vorausgesetzt, er spricht die gleiche Sprache und versteht also das, was ich ihm sage. Der kennt aber diesen Computer nicht. Für den wird dieser Computer überhaupt keinen Wert haben. Der wird sowas sagen wie, ja, Uga Uga ist aber auch ein schöner Computer, was du mir da gerade hinstellst, sagt mir aber gar nichts. Für den ist es wertlos. Und so ist NLP auch zu sehen. Für jemanden, der mit dieser Technik oder mit den Techniken aus dem NLP was anfangen kann, für den hat NLP einen gewissen Wert. Für den, der damit nichts anfangen kann, weil er noch nie davon gehört hat, weil es ihm noch nie jemand erklärt hat, für den wird es keinen Wert haben. Deswegen sage ich, NLP an sich, für sich, ist erstmal wertlos. Und wenn man dann anfängt, diesen Wert zu erkennen und sich damit beschäftigt, dann vielleicht teilst du meine Definition von NLP, nämlich die Definition eines Werkzeugkoffers. Und dieser Werkzeugkoffer, der ist prall gefüllt mit Werkzeugen, wie es also ist bei so einem Werkzeugkoffer. Und dieser Werkzeugkoffer hat zwei Seiten. Die eine Seite sind Werkzeuge, wie gehe ich mit mir selber um? Ja, wie kann ich an meinen Gefühlen, an meinen Zuständen, an meinen Gedanken rumschrauben, programmieren, damit es mir besser geht? Oh, das ist doch nicht verboten, oder? Dass es mir besser geht. Die Seite finde ich ganz spannend. Die andere Seite ist voll prall gefüllt mit Werkzeugen. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie kann ich meine Kommunikation verbal, nonverbal mit anderen Menschen so verbessern, dass sie besser gelingt, dass es weniger Missverständnisse gibt, dass ich Menschen, dass sie mich mehr mögen, dass wir miteinander einfach ein besseres Auskommen haben. Und ich finde auch diese Seite sehr, sehr spannend. Und ich kann mich erinnern, als ich meine erste NLP-Ausbildung, das war so ein kleines Viertages-Seminar, also so ein Einblick mehr oder weniger, hatte,
Da hatte ich mich damals dazu angemeldet, weil ich die sprachliche Seite viel, viel spannender fand. Ja, ich war damals schon Trainer und fand das irgendwie ganz, ja, ganz interessant, mich damit auseinanderzusetzen. Was kann ich mit Sprache erreichen? Wie kann ich bestimmte Wörter einsetzen? Wie kann ich mit dem, was ich sage, tiefer in das Denken, in das Fühlen von anderen Menschen, die mir zuhören, eindringen? Und als ich dann da war, da habe ich was erkannt, nämlich dass die andere Seite dieses, wie kann ich an mir selber rumfriemeln, dass ich die viel, viel spannender fand. Die ist so sensationell, weil da sind so Werkzeuge, ich habe es in einem anderen Video ja schon erzählt, wie zum Beispiel Ressourcenanker, wie kann ich auf Knopfdruck gute Gefühle haben. Und ich bin ja als Ostwestfale, als Gebürtiger eher skeptisch, was sowas anbetrifft, was manche Menschen Shishi nennen, also so hui, 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 so mit anfassen und... Und ich habe immer gedacht, das funktioniert nicht. Und das funktioniert so unglaublich gut. Wenn, und jetzt komme ich in den zweiten Schritt dessen, was ich erzählen möchte, wenn ich eine vernünftige Ausbildung genieße. Es gibt unglaublich viele Bücher über NLP. Sehr gute, mittelmäßige und auch welche, wo ich sage, kannst du auch mal ganz getrost im Schrank stehen lassen, wenn die da überhaupt hinkommen müssen. Und man kann sich da viel Wissen aneignen. Und das ist cool. Das ist viel theoretisches Wissen über die Geschichte von NLP, über alles im Endeffekt. Und dann gibt es mittlerweile auch so Kurse im Internet, wo mir gezeigt wird, wie ich zum Beispiel einen Ressourcenanker setze. Und das finde ich auch okay. Was ich allerdings sage, und das sage ich gar nicht nur, damit ich meine Kurse voll bekomme, die sind auch so relativ gut gefüllt, sondern weil das meine tiefe Überzeugung ist, Autofahren lerne ich nicht durch Bücher lesen. Autofahren lerne ich auch nicht, wenn ich anderen Menschen dabei zuschaue, wie sie Autofahren. Ich kann dem Michael Schumacher, dem sowieso nicht mehr so besonders, wie heißt er denn, Vettel, dem kann ich 3 Jahre lang zugucken und mit einer Onboard, dann habe ich es noch nicht einmal selber getan. Ich glaube, dass man NLP wirklich dann gut lernt und zwar in seiner kompletten Bandbreite. Denn NLP hat so viele Werkzeuge. Es ist übrigens Open Source. Da kommt immer was Neues da rein. Es ist eine ständige Entwicklung im neurolinguistischen Programmieren. Also dieser Werkzeugkoffer ist offen und beschäftigen sich viele Menschen damit und manche sagen, oh hier, der Hammer, den mach mal weg, ich habe einen neuen und der geht viel besser. Total geil. Ich glaube, ich brauche jemanden, dem er dieses Autofahren zeigt. Und das geht halt zumindest meines Wissens nach nur auf Seminaren. Ob das jetzt ein Tagesseminar ist oder gleich eine Practitioner-Ausbildung mit 18 Tagen, das sei erstmal dahingestellt. Wenn du Fragen hast zu NLP, wenn du Fragen hast zu, was kann NLP für dich bedeuten, Mensch, was kann man tun, um so ein bisschen reinzuschnuppern, welche Tipps habe ich, dann schreib die unten unter dieses Video. Denn ich möchte dich ganz gerne mitnehmen auf diese Reise ins NLP, wenn es dich interessiert. Wenn du sagst, NLP interessiert mich nicht, ja, dann ist das doch völlig legitim. Dann wünsche ich dir trotzdem einen schönen Tag. Wenn du sagst, NLP wäre cool, dann rühr dich. Und dann lass uns beide in Kommunikation treten. Bis dahin, 8:04. Ich wünsche dir was. Schönen Tag. Bis bald. Ciao, dein Stefan.